Heute möchte ich dir zeigen, wie du an eine Schale Henkel anbringen kannst. Das ist jetzt eine Schale, die ich einmal abgeformt habe, also die ist auch noch sehr dünn. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, werde ich jetzt hier die Henkel anbringen und wie das geht, das zeige ich dir. Und zwar verwende ich dafür Pappe und eine Heißklebepistole oder du kannst auch normalen Weißleim oder Holzleim nehmen. Das geht auch. Jetzt kannst du dir überlegen, wie die Henkel aussehen sollen. Ich möchte hier jetzt so relativ große machen, wo man so reingreifen kann. Das werde ich hier jetzt mal auf die Pappe auftragen, wie ich mir das vorstelle und schaue, ob das passt. Ich habe jetzt hier mal eine Seite so ungefähr aufgezeichnet und ausgeschnitten und jetzt schaue ich, ob mir das gefällt. Und dann halte ich das hier hin und ich werde es knapp unter dem Rand anbringen und werde mir jetzt noch den Innenbereich auszeichnen oder ausmalen, um ungefähr, das muss nicht exakt sein, weil du wirst es ja mit der Pulp noch überarbeiten und daher spielt es nicht so eine Rolle. Ich habe meine zwei und nun werde ich sie mit Tape wieder umwickeln, damit sie einfach eine gute Stabilität haben und sich nicht gleich mit der Feuchtigkeit von der Pulp aufsaugen. Die zwei sind nun fertig und jetzt sollten die ungefähr gleich sein. Wie gesagt, ich bringe es ganz knapp unten vom Rand, bringe ich die jetzt an und zwar mit der Klebepistole. Also ich schiebe sie ein bisschen zusammen und dann biegen sie sich nach außen. Ich mache jetzt mal eine Seite und dann werde ich abmessen, wo der andere Henkel hinkommt. Oder so nach Augenmaß ungefähr. Und die andere Seite. Ich knicke das immer ein bisschen, damit es sich schöner biegen lässt. Dann nach Augenmaß. Hier gehe ich auch nochmals mit der Klebepistole, aber nur ganz fein
Ich persönlich form die noch ein bisschen, also ich biege sie noch ein bisschen zurecht. Und wenn mir die Form gefällt, dann fixiere ich es nochmals ein bisschen mit Tape. Also das heißt, ich gehe hier dann einfach nochmals gerade drüber, dass es einfach nochmals stabiler ist, wenn ich mit der Pulp arbeite. Und dann hält das gut. Wenn alles trocken ist und die Henkel halten, dann kannst du mit der Pulp starten. Ich fange immer auf einer Seite an und lasse das trocknen und mache dann die Außenseite. Hier mache ich die Innenseite zuerst, weil ich hier den Steg habe vom Rand. Und von da aus kann ich hocharbeiten und habe die Dicke besser im Blick. Das mache ich jetzt auf beiden Seiten und dann lasse ich es trocknen. Hinten stütze ich den Henkel mit meiner Hand ab, damit ich hier gut Druck geben kann. Wichtig ist, dass die Pulp, die übersteht, dass du die so entfernst, damit du danach von der anderen Seite gut arbeiten kannst. Auf dieser Seite muss das jetzt auch noch nicht komplett ausgefüllt sein, weil von der anderen Seite ziehst du das rüber und ich habe jetzt auch noch nicht die Dicke, die es am Schluss wird. Ich habe jetzt nur mal eine dünne Schicht aufgetragen und lasse die trocknen, damit ich eine gute Stabilität habe. Und dann kann ich normal weiterarbeiten. Du siehst, das ist keine Hexerei. Du machst einfach die Form, die dir gefällt. Du schneidest das aus der Pappe, beklebst es mit Tape und klebst es an die Schale. Und dann empfehle ich dir, eine Seite zu machen, mit Pulp zu überziehen und dann trocknen zu lassen. Ich habe natürlich immer mehrere Objekte am Start, von dem her stört mich das nicht, wenn jetzt die ein paar Tage rumsteht. Ich mache das aus dem Grund, dass ich eine bessere Stabilität habe beim Weiterarbeiten und dass es mir nicht verzieht. Aber du kannst gleich beide Seiten machen, dann musst du es ein bisschen besser mit dem Tape fixieren und dann kannst du beide Seiten gleichzeitig machen und trocknen lassen und dann nochmals darüber. Ich mache die eben, wie gesagt, ganz grob, vorne und hinten, lasse die trocknen und dann arbeite ich am Rest der Schale weiter und nehme dann die Henkel mit, weil ich ja die letzte Schicht meistens viel feiner gestalte
oder vielleicht in einer anderen Farbe. Und dann am Schluss nehme ich die Henkel nochmals mit. Ich hoffe, es war eine Hilfe für dich. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir das sehr gern in die Kommentare. Und für die, die in der Nähe sind, ich blende das vielleicht unten ein. Ich schau mal, aber sonst findet ihr das auf jeden Fall auf meiner Homepage. Es ist am... Ich muss schnell nachschauen. So, okay. Eine Kleinmesse für lokales Handwerk. Sitzt mal spiegelverkehrt. Und da findet vom Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September, findet diese Kleinmesse mit lokalem Handwerk statt. Eine ganz tolle Sache. Es ist ganz in der Nähe von Luzern, in Buttisholz. Und da sind über 40 Aussteller und es gibt zu essen, es gibt Musik, es geht bis nachts um 1. Und da bin ich dabei und vielleicht sehe ich dich da. Ich würde mich sehr freuen. Das wäre das. Und ich würde sagen, bleib kreativ. Wir sehen uns sehr bald wieder. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss zusammen.